Willkommen in Hörsaal H oder wie wir ihn bezeichnen, die Sauna des Juridikums. Unser Thema heute noch immer Gesellschaftsrecht und Ökonomie. Wir befinden uns in Thema 9, Investoren, Aktionäre, Mitglieder und Gesellschafter. Ich habe letzte Woche die Frage gehört, was ist denn der Unterschied? Sind Aktionäre, Mitglieder und Gesellschafter nicht eigentlich Synonyme? Bedeutet das nicht dasselbe? Und die Antwort lautet, rechtlich möglicherweise ja, aber es sind verschiedene Aspekte der Eigenschaft, die betont werden. Wenn Sie sagen, jemand ist Aktionär, stellen Sie im Grunde stärker ab auf diese Investorensicht. Sie sagen, der Mensch ist nur wegen des Geldes dabei. Wenn Sie sagen, jemand ist Mitglied, betonen Sie demgegenüber die verbandsrechtliche Ebene. Das heißt, Sie sagen, der ist dabei nicht, weil es ihm ums Geld geht, sondern weil er mitentscheiden will, weil er die Ziele dieser Gesellschaft besonders wichtig findet. Das heißt, er ist mit vollem Einsatz dabei. Der andere will nur profitieren, er will mitmachen. Und Gesellschafter ist in diesem Sinne der Oberbegriff für die beiden. Es gibt sozusagen die reinen Anlegergesellschafter, die Aktionäre idealtypisch, und die Mitmachaktionäre, die Mitglieder andererseits. Dass das nicht zwingend miteinander verbunden ist, sehen Sie relativ deutlich. Sie können sich zum Beispiel einen Verein vorstellen wie den ADAC. Da sind viele Leute Mitglied, aber wirklich mitmachen wollen die wenigsten. Die meisten wollen nur profitieren von den Leistungen, die der Verein anbietet. Das heißt, die sind im Grunde schon sehr nah an dem, was wir hier als Aktionär bezeichnen. Sie können sich aber auch vorstellen, eine kleine Aktiengesellschaft, die vielleicht von irgendwelchen tollen Biologen gegründet worden ist, in den Gentechnikmarkt einsteigen will. Die hat nur 6 Aktionäre, die alle auch im Aufsichtsrat sitzen oder von denen die Hälfte im Aufsichtsrat sitzt, die andere Hälfte den Vorstand macht. Dann kann es durchaus sein, dass das schon alles Leute sind, die persönlich mit dabei sind und auch ihre Interessen vertreten wollen. Das heißt, das ist nicht zwingend identisch mit der rechtlichen Bezeichnung, es ist einfach eine realtypische Beschreibung für das, welche Eigenschaften der Leute wir betonen. Wir haben letzte Woche gesprochen darüber, wie man Gesellschafter wird und dass man das möglicherweise durch Vereinbarungen beschränken kann. Und na, wir waren ungefähr hier und haben uns gefragt, dürfen die Gesellschaften den Ausschluss erleichtern, beziehungsweise die Neuaufnahme von Gesellschaftern erschweren. Ich habe Ihnen da erklärt, es gibt durchaus ein Interesse, schnell wieder rauszukommen aus einer Gesellschaft, entweder weil die ihre Ziele mit Mehrheit was anderem geändert als sie haben wollten. Stellen Sie sich vor, Sie treten ein in die AfD und die wird immer rechtsradikaler und irgendwann wollen Sie abspringen, dann muss es eine Möglichkeit zum Austritt geben. Und wenn die sagen, Austritt nur zum Jahresende, kann es sein, dass sie ein Jahr lang einer rechtsradikalen Partei dabei sind. Das wollen sie vielleicht nicht. Dasselbe gilt natürlich auch in der Aktiengesellschaft. Sie sehen, die treffen Entscheidungen, dass es den Bach runtergeht, dann wollen sie schnell ihre Aktien loswerden oder in der GmbH. Es muss also eine Möglichkeit zum Austritt geben. Gleichzeitig gibt es aber auch Gegenanreize. Wenn man zu schnell rauskommt, dann muss auch irgendwo das Geld wieder reinkommen. Erstens kann eine persönliche Überfremdung drohen. Man hat auf einmal Leute, die man gar nicht kennt, mit denen man zusammenarbeiten soll. Andererseits kann es aber auch sein, dass auf einmal liquidiert wird oder Ähnliches, weil man sagt, wir haben keinen mehr, der dabei sein will, wir müssen den Laden also schließen. Diese beiden Interessen sind in Einklang zu bringen und die Rechtsordnung hat sich grundsätzlich dafür entschieden, dass man immer aus Gesellschaften rauskommt. Der Weg heraus ist grundsätzlich immer offen. Der Weg herein ist dagegen nicht eindeutig, das haben wir auch gesehen letzte Woche. In OHG und GbR kommen Sie nur rein, wenn alle bisherigen Gesellschafter zustimmen. Und zudem sind die Anteile grundsätzlich nicht vererblich. Das heißt, mit dem Todesfall scheidet der Gesellschafter aus. Im Verein ist es ebenso wie in der OHG, was uns auf den ersten Blick etwas überrascht hat, denn im Verein haften die Mitglieder gerade nicht und gerade in großen Vereinen gibt es auch nicht diese allgemeine Basis, dass man sagt, alle ziehen am selben Strang, sodass man sich durchaus vorstellen könnte, dass die Mitgliedschaft im Golfclub oder Ähnliches vererbt werden kann. Dann haben wir uns gesehen hier GmbH und letztendlich die AG als Gegenmodell. AG, wo eine Beschränkung der Übertragung der Anteile
grundsätzlich nicht möglich ist, außer es sind Namensaktien und dann kann man natürlich die Aktien auch nicht an der Börse handeln. In der GmbH haben wir eine ganz andere Beschränkung, nämlich notarielle Form. Die notarielle Form hat der Gesetzgeber eingebaut, um die Leute zu warnen, was bemerkenswert deshalb ist, weil wir natürlich für den Wechsel in einer Personengesellschaft gerade keinen Notar brauchen. Das heißt, Sie können persönlich haftender Gesellschafter einer OHG werden, einfach durch Handschlag, während Gesellschafter einer GmbH nur mit Notar. Der Grund dafür ist rechtspolitisch, dass man sagt, wir wollen keine zweite Aktiengesellschaft. Könnte man GmbH-Anteile genauso leicht transferieren wie Aktien, würden die Leute im Zweifel die GmbH wählen und damit die weniger intensiven Schutzmechanismen, das heißt niedrigeres Mindestkapital, kein Aufsichtsrat, keine Mitbestimmung. Und diese Entscheidung will man den Leuten abnehmen. Also Mitbestimmung heute eh irrelevant, weil die Rechtsform neutral ist. So, eine andere Frage ist allerdings, wenn Sie ausscheiden, was passiert mit dem Geld, das Sie in die Gesellschaft gebracht haben? Und wir haben uns da ganz am Ende letzten Stunde ganz kurz angesehen, Abfindungsregeln. Die Idee der Abfindung ist relativ trivial. Sie haben, solange Sie Mitglied sind, zumindest einen rechnerischen Anteil am Gesamtvermögen der Gesellschaft. Denn wenn die Gesellschaft aufgelöst würde, würden Sie diesen Anteil in Geld ausgezahlt bekommen. Das gilt nicht nur in der Personengesellschaft, sondern es gilt auch in der Aktiengesellschaft. Das heißt, wenn die Bayer AG beschließen würde, wir lösen das Unternehmen auf, würde jeder Aktionär eine Quote bekommen an dem Gesamtvermögen der Bayer AG. Er bekommt nicht das, was auf seiner Aktie draufsteht, also 1 Euro, sondern er bekommt ein 100.000stel, ein 1 Millionstel vom Gesamtvermögen der Bayer AG. Wenn man also jemanden rausschmeißt oder jemand rausgeht, möchte er zumindest diesen Wert in Geld sehen. Und das BGB hat eine entsprechende Regelung, 738, die sagt, wenn jemand aus der Gesellschaft ausscheidet, egal ob aufgrund seiner Entscheidung oder gegen seinen Willen auf Drängen der anderen, bekommt er eine Abfindung. Und diese Abfindung soll genau das ersetzen, was er bekommen würde, wenn die Gesellschaft aufgelöst würde. Er wird also so gestellt, als wäre das ganze Unternehmen zugemacht, obwohl nur er raus ist. Im Hinblick auf die Berechnung ist das Gesetz aber überraschenderweise relativ undeutlich. Er sagt nämlich, der Wert ist, soweit erforderlich, im Wege der Schätzung zu ermitteln. Das bedeutet in der Praxis, Sie müssen dann einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der beurteilen muss, wie viel ist die GbR wert. Er geht also hin und zählt die Kugelschreiber und sagt, okay, ein gebrauchter Kugelschreiber kann verkauft werden für 1 Cent, addiert das alles auf und kommt dann zu einem Ergebnis. Das wird dann geteilt auf die Gesellschafter und dann kommt ein Wert raus. Sie wissen vielleicht, dass das ziemlich aufwendig und teuer sein kann. Wenn Sie eine GbR haben, die ein Vermögen von 100.000 hat, kostet allein der Wirtschaftsprüfer im Zweifel schon 5.000, das tut weh. Und dann müssen Sie noch aus dem Restgeld diese Abfindung bezahlen. Das heißt, es trifft Sie doppelt. Deshalb hat sich die Praxis dazu entschlossen, das Verfahren zu vereinfachen und viele Gesellschaftsverträge enthalten sogenannte Buchwertklauseln. Buchwertklauseln, ist relativ offensichtlich, sagt der Name schon, sagen, der Wert des Gesellschaftsanteils, der Wert der Gesellschaft wird anhand der Bilanzen ermittelt. Ja? Das heißt, man guckt und sieht dann, okay, letzter Jahresabschluss sagt, unsere Grundstücke haben einen Wert von sowieso, unser Umlaufvermögen hat einen Wert von sowieso, unsere Forderungen einen Wert von sowieso, unsere Verbindlichkeiten betragen das und das, was da als Eigenkapital steht, ist das Vermögen, das zu verteilen ist. Also der Eigenkapitalposten in der letzten Bilanz. Können Sie sich vielleicht vorstellen, warum das möglicherweise nicht die optimale Lösung für alle Beteiligten ist? Es spart zwar den Wirtschaftsprüfer, aber warum ist das schlecht? Ist doch toll, die Bilanz muss eh jedes Jahr gemacht werden, das heißt, da gibt es ja aktuelle Zahlen, die ohnehin schon aufgestellt worden sind. Warum ist das nicht optimal? Dazu müssen Sie überlegen, wie kommt denn so eine Bilanz zustande?
Wo kommt die denn her? Hier ist kein HGB, das ist relativ freihändig. Das können die also machen, wie sie wollen, erstmal grundsätzlich. Weil wenn sie OHG wären, würde HGB Anwendung finden, dann fände diese Norm eh nur mittelbar Anwendung. Wie sieht so eine Bilanz aus? Wo kommt das her? Wer macht die? Brauchen Sie dafür einen Steuerberater? Könnten Sie eine Bilanz aufstellen? Sie wissen, Nordrhein-Westfalen sagt, Grundzüge der Bilanzkunde muss jeder Jurist beherrschen, der erstes Staatsexamen machen will. Steht im JAG. Mist, Studiengang wechseln. Ja, wie sieht so eine Bilanz aus? Sie haben Aktiva, Sie haben Passiva. Ja, das ist noch relativ einfach. Ja, ich male Ihnen das mal an. Das ist also, so sieht eine Bilanz aus. Eine Tabelle mit zwei Spalten. Ja, hier stehen die sogenannten Aktiva und hier stehen die sogenannten Passiva. Soweit einverstanden? Und dann sind die Sachen sortiert. Ja, da kommen jetzt verschiedene Posten. Es kommt nämlich Anlagevermögen und es kommt Umlaufvermögen. Wissen Sie, was Anlagevermögen ist? Der Name schon sagt. Genau. Das Vermögen, was langfristig im Unternehmen bleibt, dazu gehören zum Beispiel Marken, Grundstücke, Maschinen, LKWs, Möbel, weil die bleiben, die sind auf längere Zeit gedacht. Und was ist dementsprechend Umlaufvermögen? Wie der Name schon sagt, es läuft um. Was läuft da um? Bargeld, Waren, Forderungen, alles, was sich ständig ändert. Also das sind die Posten, die kurzfristig sind, das sind die Posten, die langfristig sind. Und die sind wiederum untergliedert, da können Sie sagen, es gibt erstens Posten Grundstücke und so weiter. Das steht hier, also auf der linken Seite Aktiva heißt, das, was in Ihrem Vermögen vorhanden ist. Passiva ist relativ einfach, unter den Passiva stehen alle Ihre Schulden, wo das Geld herkommt. Und auch das können Sie wieder differenzieren in langfristig und kurzfristig. Zum Beispiel, wenn Sie ein hypothekengesichertes Darlehen haben, ist das meistens langfristig. Wenn Sie dagegen irgendwie Ihre letzte Lieferung nicht bezahlt haben, ist das kurzfristig. Das heißt, das steht auf der rechten Seite. Ja? Also hier stehen Schulden. Ganz trivial gesagt. Soweit einverstanden? Und jetzt wird es hoffentlich so kommen, dass es einen Unterschied gibt. Sie sollten im Idealfall mehr auf der linken Seite haben, als an Schulden auf der rechten Seite. Ja? Der Wert ist in dem Moment nicht immer gleich, weil es gibt nämlich hier noch einen Posten, der heißt Eigenkapital. Das ist der Auffüllfaktor. Die Summe, der Saldo muss immer gleich sein. Der Saldo ist immer gleich, aber dieser Posten ist sozusagen das, was Ihnen gehört. Das gehört den Gläubigern, das gehört Ihnen. Es kann passieren im Worst Case, dass das hier null ist. Das ist schlecht. Dann haben Sie ein Unternehmen, was komplett fremdfinanziert, komplett mit Schulden finanziert. Es kann aber noch schlimmer kommen. Es kann sein, dass das Eigenkapital negativ ist. Dann haben Sie mehr Schulden als Vermögen, aus dem die Schulden gedeckt werden können. Das ist schlecht, wenn Sie mehr Schulden haben als Vermögen. Aber in unserem Beispiel mit der GbR und OHG ist es nicht ganz so furchtbar, weil die Gläubiger können ja, wenn das Geld hier nicht reicht, auf die Gesellschaft dazugreifen. Deshalb sagt das Gesetz, sind Sie nicht insolvent, wenn Sie mehr Schulden als Vermögen haben. Das heißt, bei GbR und OHG kann das Eigenkapital negativ sein, das ist völlig okay. Sie können also komplett von Schulden leben, weil die Gesellschaft haften ja eh persönlich. Soweit einverstanden? Warum machen Sie überhaupt eine Bilanz? Ganz einfach, damit Sie gucken können, wer kriegt am Ende des Jahres wie viel Geld ausgeschüttet. Denn im Zweifel wollen die Gesellschafter ja auch in einer OHG oder GbR Geld machen. Und dafür brauchen Sie irgendwelche Ziffern, anhand derer Sie berechnen können. Und dafür machen die so eine Bilanz. Und jetzt die Frage, die sich uns stellen muss, ist, wo kommen denn die Zahlen her, die da drin stehen? Also woher weiß ich, wie viel mein Anlagevermögen wert ist? Oder woher weiß ich, wie viel mein Umlaufvermögen wert ist? Oder
Woher weiß ich, wie viel meine Schulden wert sind? Woher kriege ich diese Information? Das ist eine ganz triviale Frage. Die sollte sich jeder von Ihnen regelmäßig stellen. Woher wissen Sie, wie hoch Ihre Schulden sind? Das ist ja relativ einfach. Woher wissen Sie, wie hoch Ihre Schulden sind? Was machen Sie, um herauszufinden, wie hoch Ihre Schulden sind? Das ist ja keine spannende Frage. Haben Sie die Frage noch nie gestellt? Ich bin geschockt hier. Also, bei Schulden ist es relativ einfach. Sie gucken sich erstens Ihren Kontostand an. Wenn der Kontostand im Minus ist, haben Sie da wohl Schulden. Zweitens gucken Sie sich alle Rechnungen an, die Sie bekommen haben. Wenn Sie die bezahlt haben, tun Sie die weg. Wenn Sie noch offene Rechnungen haben, sind das offenbar Schulden. Das heißt, das kriegen Sie relativ leicht rausgefunden, wie hoch Ihre Schulden sind. Das Dumme ist, es gibt auch unsichere Schulden. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt VW sind, dann wissen Sie, Sie haben ein Problem mit Ihren Abgaswerten und das müssen Sie irgendwie beheben. Das kostet Geld. Das können Sie nicht ganz genau beziffern, weil die Schulden sind noch nicht eingetreten. Das sind sozusagen drohende Schulden. Das heißt, da müssen Sie schätzen. Und im HGB ist die Regel ganz einfach, Sie schätzen so hoch, wie es im schlimmsten Fall kommen kann. Sie nehmen eine Worst-Case-Schätzung an. Und die tragen Sie hier rechts ein. So kommen wir auf die Schulden, das ist relativ einfach. Woher wissen wir aber, wie viel Ihr Grundstück wert ist? Bei Grundstücken ist es nicht ganz so einfach herauszufinden, wie viel es wert ist. Da können Sie nicht gucken auf irgendwelche Rechnungen, auf Kontostände, sondern wenn Sie wissen wollen, wie viel ein Grundstück wert ist, was können Sie machen? Den Marktpreis anschauen. Wie kriegen Sie den Marktpreis raus? Recherche. Recherche. Wie recherchieren Sie das denn? Wo gucken Sie denn da? Ja, man guckt Immobilien-Scout. Oder was? Ja? Ja, es gibt Indizes dafür. In der Tat, die Städte sind Mietspiegel oder sowas, es gibt Indizes, die sagen, wie viel ein Grundstück in einer bestimmten Lage wert ist. Welches Problem haben Sie, wenn Sie jetzt die Bayer AG sind, in Leverkusen ein großes Grundstück haben, wo viele Fabriken draufstehen? Da gucken Sie in den Mietspiegel und sagen, okay, Industriegebiet Leverkusen hat einen Wert von X. Was würde passieren, wenn die Bayer AG hingehen würde und sagen würde, wir verkaufen unsere kompletten Liegenschaften in Leverkusen? Mal rein, so von Ihrer Marktprognose her. Wie würde sich das auf Leverkusen auswirken? Kaufen die an einen chinesischen Investor. Und der macht das alles platt und macht da einen Park hin. Schöne grüne Landschaften in Deutschland. Das ist eine relativ triviale Frage. Grüne Landschaften für Leverkusen. Einer von Ihnen schon mal in Leverkusen? Kommt da jemand her? Keiner. Das wird hier geleugnet. Sie müssen sich vorstellen, es gibt bestimmte Unternehmen, die bestimmte Regionen prägen. Und dazu gehört in Leverkusen Bayer. Wenn Bayer wegziehen würde, sagen wir nach Bonn, dann würden viele Arbeitnehmer auch nach Bonn ziehen. Und andere Unternehmen, die Zulieferer sind oder Abnehmer sind oder Speditionen sind, haben dann auch keinen großen Markt und die würden auch mitziehen. Das heißt, wenn Sie der dominante Player sind, senkt allein Ihr Ausstieg aus dem Markt den Wert Ihres Grundstücks. Das heißt, diese ganzen Indizes gehen davon aus, dass die Lage ansonsten unverändert bleibt. Wenn Sie aber prägend sind für die Landschaft, ist es natürlich Quatsch, mit dem Index zu arbeiten. Deshalb geht man üblicherweise so hin, dass man sagt, wir nehmen einfach den ursprünglichen Anschaffungspreis. Das heißt, wir gucken, wenn Bayer das Grundstück im Jahre 1897 gekauft hat, wie viel haben die damals dafür bezahlt? Und diesen Preis, den erhöhen wir sozusagen
angepasst an die Inflationsrate und sagen, das ist ungefähr das, wie viel das Grundstück wohl heute wert sein sollte. Dass das nicht funktioniert, ist offensichtlich und das führt zu sogenannten stillen Reserven. Die stille Reserve besteht darin, in der Bilanz steht das Grundstück hat einen Wert von 100.000, in Wirklichkeit ist der Wert 1 Million. Das heißt, die Werte sind regelmäßig viel, viel niedriger als das, was Sie auf dem Markt erzielen können. Sie können diese stillen Reserven auflösen, relativ trivial, indem Sie es neu bewerten lassen. Dann holen Sie einen Gutachter, der guckt sich das an und sagt, ja, momentaner Marktwert so und so viel. Das Problem ist, dieser Gutachter wird natürlich Geld dafür haben, dass er dieses Gutachten erstellt. Das heißt, Sie machen nicht jedes Jahr eine Neubewertung, sondern Sie schreiben grundsätzlich fort, außer Sie wollen mal hier Ihre stillen Reserven auflösen und Ihr Vermögen insgesamt erhöhen. Aber genau diese stillen Reserven führen gerade bei der GbR, bei der kleinen Gesellschaft, mit wenigen Gesellschaftern, die alle persönlich haften, dazu, dass hier üblicherweise total absurde Werte drinstehen, die viel zu niedrig sind. Das zweite Problem ist, was Sie hier sehen, ist, es fehlen bestimmte Sachen. Zum Beispiel der gute Ruf. Wie bewerten Sie den guten Ruf von Metzger Müller? Das können Sie in diesen Zahlen nicht abbilden. Wenn der Metzgereibetrieb Müller seit Jahren hier alle Bonner mit feinsten Steaks beliefert und alle kennen ihn als gut und toll, dann kann er, wenn das Unternehmen verkauft, natürlich dadurch Gewinn machen, dass er den guten Namen mitverkauft. Nicht nur die Location, nicht nur seine Angestellten, sondern auch das Renommee. Das taucht hier aber nicht auf. Das heißt, auch da gibt es Werte, die verdeckt sind und diese Werte würden bei einer reinen Orientierung an den Bilanzen nicht in die Rechnung einfließen. Daher sind diese Klauseln immer bedenklich und wenn die Abweichung zu hoch ist, muss dann im Einzelfall wieder neu ermittelt werden. Andere Abfindungsregeln haben wir zum Beispiel im Aktiengesetz. Wenn Sie in eine AG gehen und auf einmal wird ein Beherrschungsvertrag oder Gewinnabführungsvertrag geschlossen, der zur Folge hat, dass alles Geld von der Gesellschaft, wo Sie Aktionär sind, an die Muttergesellschaft geht, dann können Sie aussteigen gegen eine angemessene Abfindung. Am Eigenkapital. Die Schulden. Ja, das setzt aber voraus, dass ich natürlich allein, der Alleinherrscher der Bilanz bin, was ja im Zweifel bei einer Mehrpersonengesellschaft nicht der Fall ist. Das heißt, es sind ohnehin mehrere, die da Einfluss nehmen können. Zum Zweiten, allein neue Schulden aufnehmen würde ja nichts nützen, weil wenn ich zum Beispiel bei der Bank 10.000 Euro als Darlehen aufnehme, habe ich ja hier auch 10.000 Euro. Das ist ja dann sozusagen wertneutral. Das heißt, Schulden begründen, ohne gleichzeitig einen Gegenwert zu schaffen, ist relativ schwierig. Vor allem, das wäre im Zweifel eine Pflichtverletzung. Das darf ich ja eh nicht. Ich kann nicht sagen, ich verschenke das Geld sozusagen. Ach, du willst aussteigen, dann verschenken wir vorher unser ganzes Geld als Spende an Flüchtlinge. Das darf ich nicht machen, das ist eine Treupflichtverletzung. Also eine vernünftige Entscheidung, die dazu führt, dass das Eigenkapital schrumpft, ist gar nicht so einfach zu fingieren. Das Einzige, was Sie manipulieren können, sind halt die Werte, dass Sie sagen, das ist ja viel weniger wert, ich setze das mal runter oder setze das mal hoch und darüber streitet man dann. Hier bei diesem Beherrschungsvertragsfall sagt das Gesetz, dass im Normalfall Aktien der Muttergesellschaft zu gewähren sind. Das heißt, sie wechseln dann von der beherrschten Gesellschaft in die herrschende Gesellschaft. Der Grund dafür ist klar, man will verhindern, dass das Vermögen angegriffen wird zum Nachteil der Gläubiger. Dasselbe haben wir auch im Umwandlungsrecht. Wenn Sie aus einer Aktiengesellschaft eine GmbH machen oder aus einer Aktiengesellschaft eine OHG oder aus einer GmbH eine OHG, ist das für Sie natürlich schlecht. Denn vorher hafteten Sie gar nicht und in der OHG haften Sie auf einmal unbeschränkt persönlich. Deshalb muss Ihnen die Chance geboten werden, dass Sie Ihre Beteiligung verkaufen können gegen angemessene Abfindung in bar. Das heißt, Sie kriegen auf einmal Geld. Bisher hatten Sie Aktien, jetzt haben Sie Cash. Das gilt für alle Arten, wo aus einer Rechtsform eine andere wird oder wo eine Aktiengesellschaft bisher an der Börse gehandelt wurde, zu einer Aktiengesellschaft wird, die nicht mehr an der Börse gehandelt wird.
Der Grund dafür ist offensichtlich, sie kommen sonst nicht mehr raus. Bisher haben sie eine Aktiengesellschaft, können ihre Aktien verkaufen. In der GmbH brauchen sie jemanden, der mit ihnen zum Notar geht. Das sind nur noch wenige. Und eine ganz andere Konstellation haben wir im Wertpapiererwerb und Übernahmegesetz. Paragraf 35 sagt nämlich, sobald Sie die Kontrolle über eine börsennotierte Gesellschaft erlangt haben, und das ist nach dem Gesetz immer dann der Fall, wenn Sie 30% der Aktien erworben haben, müssen Sie das zunächst mal anzeigen und veröffentlichen. Aber das Spannende ist, nach Absatz 2 müssen Sie dann für alle anderen Aktien, das heißt, wenn Sie 30% haben, auf die restlichen 70% ein Pflichtangebot abgeben. Sie müssen also sagen, ich will nicht nur die 30%, die ich schon habe, sondern ich will 100% und müssen nach dem Gesetz dafür eine Mindestgegenleistung bieten, die sich am Durchschnittsaktienkurs der letzten 3 Monate orientiert. Warum macht man das? Ganz einfach, weil man sagt, an der Börse kann man darauf vertrauen, dass die Aktien nicht in der Hand eines bestimmten Menschen sind. Und mit 30% hat er genug Macht, um die Geschicke zu leiten. Und das ist eine Änderung der wesentlichen Umstände. Also muss er mir anbieten, dass ich ihm meine Aktien verkaufe, damit ich aus dieser neuen Situation wieder rauskomme. Auch da Abfindung in bar, ich bekomme also Geld. Warum ist das so? Ich will immer ersetzen die ansonsten bestehende Möglichkeit des freiwilligen Ausstiegs durch Verkauf der Aktien. Außerdem möchte ich einen Gegenanreiz gegen das unerwünschte Hinausdrängen schaffen. Normalerweise können Sie ja sagen, okay, ich habe 90% und ich ekle jemanden heraus, indem ich zum Beispiel sage, es wird keine Dividende mehr ausgezahlt. Oder indem ich sage, du darfst deine Aktien nicht verkaufen, außer an mich. Und diese Situation will man verhindern, indem man sagt, wenn du ihn rausekelst, musst du ihm auch die Abfindung zahlen. Das heißt, es kommt dich teuer zu stehen, wenn du gemein zu dem bist. Und last but not least will man damit schützen die Gläubiger der Gesellschafter. Stellen Sie sich vor, Sie haben unsere OHG mit 3 Gesellschaftern und einer der 3 Gesellschafter hat viele Schulden. Zum Beispiel hat er 1 Million Schulden. Dann kann der Gläubiger hingehen und dessen Gesellschaftsanteil zu Geld machen. Da die anderen Gesellschafter aber verhindern können bei der OHG, dass er seinen Anteil verkauft, muss er ein Recht haben, auszuscheiden und dafür einen Gegenwert in Geld zu bekommen. Dadurch kann der Gläubiger nämlich auf dieses Geld zugreifen und wird so gestellt, als hätte man den Anteil an jemanden verkaufen können. Das heißt, dieses ganze System dient nicht nur dem Schutz der Gesellschafter selbst, sondern auch dem Schutz der hinter diesen stehenden Gläubigern. Ganz so unproblematisch ist die Sache allerdings nicht. Es stellen sich immer 2 Fragen. Die erste Frage ist, wer zahlt, wessen Geld wird dafür eingesetzt? Und die zweite Frage ist, wie viel zahlt er? Für die Frage, wer zahlt, haben wir bei den Personengesellschaften kein so großes Problem. Ich habe Ihnen eben gesagt, das Eigenkapital da kann durchaus negativ werden. Das ist unproblematisch, weil die Gesellschafter ja ohnehin mit ihrem Privatvermögen haften. Bei der GmbH ist die Sache etwas anders. Denn bei der GmbH ist es gesetzlich verboten, das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen an die Gesellschafter auszuschütten. Wenn das aber verboten ist, kann es sein, dass gar nicht genug Geld da ist, um die Abfindung zu bezahlen. Und das macht dann den Ausschluss oder Austritt halt etwas schwierig. Das andere Problem, wie viel Abfindung zu zahlen ist, ist im Wesentlichen eine Frage der Administrativkosten. Der Staat muss dafür bezahlen, dass geschätzt wird, wie viel es wert ist. Indem der Staat einen Richter zur Verfügung stellt, der sich die Sache anhören muss. Natürlich zahlen die Parteien dann den Sachverständigen, das ist alles schön und gut, aber jedes Gerichtsverfahren kostet den Steuerzahler, nicht nur die Kläger und Beklagten. Für die Aktiengesellschaft haben wir da ein besonderes Verfahren, das sogenannte Spruchverfahren. Und das Spruchverfahren funktioniert so, ein Verfahren wird durchgeführt, in dem die Abfindung für alle Aktionäre einheitlich festgesetzt wird. Damit will man verhindern, dass jeder Einzelne klagt und man hinterher Millionen von separaten Klagen hat. Zudem will man verhindern,
dass möglicherweise die ganze Verschmelzung aufgehalten wird oder die ganze Konzernierung, weil irgendjemand sagt, die Abfindung sei zu niedrig. Man kann also nur die Höhe manipulieren, aber man kann nicht gegen die Maßnahme als solche mehr vorgehen. Die ökonomischen Fragen, die man sich immer stellen muss, ist die Frage, in welchem Umfang kann man sagen, es soll auch ein Ausscheiden ohne Abfindung möglich sein? Kann ich also auf meine Abfindung vorab verzichten? Und die zweite Frage ist, in welchem Umfang sollte man in der Lage sein, eine Pauschale zu vereinbaren, statt der Ermittlung im Einzelfall, um eben genau diese Probleme zu verhindern? Und eine allgemeine Antwort gibt es dazu natürlich nicht. Das wäre auch ein bisschen einfach, denn sonst hätte der Gesetzgeber es auch ins Gesetz geschrieben. Man sagt aber im Grundsatz, solange es einen berechtigten Grund gibt und die Entscheidungsfreiheit nicht beeinflusst ist, muss es die Möglichkeit geben, auch die Abfindung auszuschließen oder zu pauschalieren. Dafür gibt es bestimmte einfache Beispiele. Zum Beispiel, wenn ich will, dass genau die Gesellschafter in der Gesellschaft sind, die auch Geschäftsführer sind. Ich will also, dass mein Geschäftsführer gleichzeitig auch Gesellschafter ist und von den Gewinnen profitiert. Dann kann ich sagen, sobald du den Geschäftsführerposten verlierst, musst du auch deine Anteile wieder verkaufen und zwar ohne Abfindung. Du musst die Anteile sozusagen zurückgeben. Die sind nur geliehen, solange du Geschäftsführer bist. Der Sinn dahinter ist, man sagt, der Mehrwert der Bindung als Gesellschafter besteht nur, solange er auch Geschäftsführer ist. Und danach gibt es eben keinen rechtfertigen Grund mehr dafür, dass er Gesellschafter bleiben soll. Ansonsten, es kann nicht dazu verwenden werden, die Minderheit zu diskriminieren, wenn sie nur 10% halten und man ihnen die ganze Zeit sagt, sie können aber rausfliegen, wenn sie gegen mich stimmen, dann werden sie nie ihre Minderheitsrechte ausüben. Das heißt, in diesem Fall ist es immer so, dass sie einen Anspruch auf Abfindung haben, weil sonst würden sie nie aktiv als Gesellschafter mitwirken und das würde wiederum zum Nachteil der Gesellschaft wirken und auch möglicherweise Dritte belasten. Sie sehen also ein weites Feld mit vielen Problemen. Ein anderes Problemfeld ist etwas, das man als Mitgliedschaft bezeichnet. Mitgliedschaft meint die Beteiligung an einer Gesellschaft, egal ob es eine AG, eine GmbH oder ein Verein ist, als Vermögenswert des jeweiligen Gesellschafters. Und das ist eine Gesamtheit von Mitentscheidungsrechten, Gewinnbeteiligungsrechten und sonstigen Vorteilen, zum Beispiel, dass Sie als Mitglied des Golfclubs auf dem Golfplatz spielen dürfen. Diese Mitgliedschaft wirft eine Reihe von Problemen auf, angefangen mit der Frage, wie kann ich die zu Geld machen? Was habe ich davon, dass ich Aktionär bin, außer dass ich einmal im Jahr meine Dividende kriege? Dann das Problem der Bewertung. Wie viel Euro ist eine Mitgliedschaft wert? Einfach ist es bei börsennotierten Aktien, da können wir gucken, wie hoch der Börsenkurs ist. Aber bei anderen Vermögenswerten, einem GmbH-Anteil, gibt es keinen Börsenkurs. Das heißt, wir haben Probleme, uns zu sagen, wie viel ist das denn jetzt wert? Und unten kommt die Frage, inwieweit das eine abgrenzbare Rechtsposition innerhalb der Gesellschaft, also wie grenze ich ab das Recht des einen Gesellschafters vom anderen Gesellschafter? Und zum Zweiten, inwieweit ist die Mitgliedschaft auch vor einem Zugriff Dritter geschützt? Und vor einem Zugriff Dritter geschützt bezieht sich insbesondere auf 823 Absatz 1 und die deutsche Rechtsprechung sagt, alleine die Mitgliedschaft in einer Gesellschaft ist ein sonstiges Recht im Sinne von 823.1, dessen schuldhafte Verletzung Schadensansprüche nach 823 nach sich ziehen kann. Und das gilt nicht nur gegenüber außenstehenden Dritten, die sagen, ich verhindere, dass du zum Sportfest fährst oder ich nehme dir deinen Schützenvereinsorden weg, sondern es gilt auch gegenüber Vereinsmitgliedern untereinander. Im konkreten Fall ging es um einen Scherenkreuz, das heißt der Fall auch Scherenkreuzerfall, und um die Nutzungsmöglichkeit dieses Scherenkreuzers durch die Mitglieder des Vereins. Im konkreten Fall hatte der Vorstand dann da jemanden dran gehindert. Und die Antwort lautet,
Grundsätzlich kommt die Schädigung nur in Betracht, wenn nicht hier die Mehrheit das so beschlossen hat. Das heißt, wenn der Vorstand einfach Einzelmitglieder diskriminiert, verletzt er sie in einem absolut geschützten Recht. So, was haben wir zusammengefasst gesehen? Gesellschafter wird man durch Beteiligung an der Gründung einer Gesellschaft, durch einen direkten Vertrag mit einem bisherigen Gesellschafter oder durch die Abtretung an der Gesellschafter an den Gesellschafter vorbei. Das heißt, wir haben hier die Übertragung, die Beteiligung der Gründung und die Neuaufnahme. Das ist deshalb problematisch, weil nur die Gründer können mitgestalten. Wenn Sie in einen Verein eintreten, dann müssen Sie die Satzung so hinnehmen, wie sie ist. Wenn Sie in eine GmbH eintreten, müssen Sie auch damit leben, was da ist. Und das kann möglicherweise zu Interessenkonflikten führen. Das heißt, der Gründer hat immer eine stärkere Einflussmöglichkeit als Leute, die später dazukommen, obwohl in der Folge alle gleichberechtigt sein sollen. Das hat unmittelbar Auswirkungen auf den Wert der Beteiligung. Denn am Anfang kaufen Sie ein und können verhandeln über Ihre Rechte. Sie können also sagen, wenn ich mehr Rechte habe, zahle ich auch mehr. Hinterher kaufen Sie vorgefertigte, standardisierte Produkte. Das heißt, Sie können nicht mehr über die Qualität der Rechte diskutieren, sondern Sie können nur noch über den dahinterstehenden Vermögenswert handeln. Das heißt, letztendlich verlieren Sie sozusagen einen Teil des Wertes in dem Moment, wo es gegründet worden ist. Die Verbriefung als Urkunde, Inhaberaktie, erleichtert den Transfer und ermöglicht Anonymität. Demgegenüber schränken Gesellschafterlisten und Namensaktien die Übertragbarkeit ein und senken damit zumindest theoretisch den unmittelbaren Wert der Beteiligung. Je leichter Sie übertragen können, desto mehr ist es wert. Das sehen Sie ganz einfach. Wenn Sie einen Panzer im Garten stehen haben, werden Sie wenig Abnehmer finden, weil es gibt ein Kriegswaffenkontrollgesetz, was Ihnen sagt, Panzer können Sie nicht einfach so bei eBay versteigern. Wenn Sie dagegen einen Laptop haben, werden Sie ihn relativ schnell los, denn für den Handel mit Laptops gibt es keine Beschränkungen. Das heißt, Sie können das Ganze sehr leicht verkaufen. In dem Moment, wo Sie irgendwelche Anforderungen aufstellen, wie hier die Meldung bei der Gesellschaft, wird der Handel eingeschränkt. Das Ganze wird wieder kompensiert in der Praxis, dadurch, dass die Banken das für Sie alles machen. Das heißt, wir haben Anbieter, die Ihnen die Last der Anmeldung bei der Gesellschaft abnehmen. Bei der GmbH trotzdem ein wesentliches Hindernis. Je nach Rechtsform sind Beschränkungen der Übertragung oder des Beitritts entweder die Regel oder die Ausnahme. Wir haben gesehen, die Regel ist es bei den Personengesellschaften. Wir haben gesehen, die Ausnahme ist es bei der Aktiengesellschaft. Solche Beschränkungen verursachen oft erhebliche Kosten, weil sie begründen ein Erpressungspotenzial. Die Gesellschafter sagen nämlich, wir stimmen zu, wenn du uns so und so viel Euro zahlst oder so und so Rechte einräumst. Das heißt, man hat einen Kuhhandel, der im Zweifel wieder zu Kosten der Allgemeinheit führt. Und last but not least haben wir über Abfindung gesprochen und wir haben gesehen, die Berechnung von Abfindungen verursacht Kosten und zwar nicht nur für die Gesellschafter, sondern auch für den Staat, der dafür Richter bereitstellen muss, die dann das Ganze entscheiden müssen. Kommen wir näher auf diese Mitgliedschaft zu sprechen. Ein Gesellschafter hat Vermögensrechte und Mitgliedschaftsrechte. Vermögensrechte heißt einfach, er kriegt seinen Gewinnanteil, er kriegt einen Teil des Auseinandersetzungserlöses. Mitgliedschaftsrechte sind die Teilnahme an Versammlungen. Damit verbunden das Frage- und Rederecht. Er kann Fragen stellen, er kann reden. Und last but not least das Stimmrecht, er kann mitentscheiden. Manche Leute sprechen von dem Wort Aktionärsdemokratie und da geht es natürlich um Artikel 20 Grundgesetz. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus, demnach alle Gesellschaftsgewalt geht von den Aktionären aus. Und die Idee dabei ist, dass man sagt, die Aktionäre in der Hauptversammlung bilden eine Art Wahlversammlung, so ähnlich wie bei der Bundestagswahl. Dann wählen sie den Aufsichtsrat, das ist ihr Parlament, ihr ständiger Ausschuss. Und der wählt wiederum den Vorstand, der die Regierung ist und damit die Entscheidungen der Hauptversammlung
ausführt. Dass das nicht stimmt, haben wir auch schon gehabt, denn der Vorstand leitet unter eigener Verantwortung, während Sie wissen, Artikel 20 sagt, die Verwaltung ist gebunden an Recht und Gesetz. Insoweit haben wir hier eine deutlich höhere Flexibilität. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Wie die FAZ schreibt, es steht schlecht um die Aktionärsdemokratie, denn die Aktionärsinteressen werden von denjenigen vertreten, die auf die Hauptversammlung kommen. Die meisten der Leute, die da hingehen, sind aber Bankenvertreter, die kein Interesse haben, was die wahren Aktionäre wollen. Wer nur Geld anderer Leute verwaltet, wird in seinen Bemühungen in der Regel zu wünschen übrig lassen. Häufig dominieren zudem Interessenkonflikte das Abstimmungsverhalten, weil die Bank halt auch möglicherweise Gläubiger des Unternehmens ist. Dann gibt es auch noch hier die großen Wissenschaftler. Die großen Wissenschaftler sagen uns, Demokratie geht nicht, denn es ist Kapitaldemokratie. Es gilt nicht eine Person, eine Stimme, sondern das Stimmrecht richtet sich danach, wie viel sie investiert haben. Das wäre so, als ob sie sagen würden, Menschen, die viel Geld verdienen, haben bei der Bundestagswahl 10 Stimmen und Hartz-IV-Empfänger haben eine oder keine. Das wäre mit unserem Demokratiedenken nicht vereinbar. Und last but not least habe ich Ihnen auch hier das Handelsblatt zitiert. Das Handelsblatt schreibt, das sei doch großes Theater. Getragen und gravitätig geht es auf der Bühne zu, doch nicht im Staatstheater, sondern auf der Hauptversammlung. Eine Theaterwissenschaftlerin spricht von einer vom Gesetzgeber verordneten Zwangstheatralisierung des Managements, denn das Publikum spielt mit. Ja, das ist also Mitmachtheater, vielleicht ein bisschen wie eine Vorlesung. Im zweiten Akt wird die Aktionärsdemokratie inszeniert, die Massen drängen auf die Bühne und damit droht die Hochkultur in die Niederungen des Tingeltangels abzugleiten. Zusammengefasst, Aktionärsdemokratie klingt auf dem Papier gut, in der Praxis kann es nicht funktionieren. Zum einen, weil nicht jeder Aktionär eine Stimme hat, sondern die Stimmen sich dann rechnen, wie hoch ich beteiligt bin. Damit ist aber auch die Mehrzahl der Aktionäre völlig irrelevant. Wenn Sie nämlich 80% der Stimmen halten, können Sie machen, was Sie wollen und was die 20% anderen sagen, ist Ihnen völlig egal. Selbst wenn Sie einer sind, die anderen sind 100.000, kann Ihnen es völlig egal sein, was die 20% tun und lassen. Das andere Problem ist, es ist ein formalisiertes Verfahren, das heißt, es wird einfach nur checklistenmäßig abgehakt, man hat sozusagen keine freie Gestaltung und freie Diskussion, sondern es gibt eine Checkliste, es gibt eine Rede des Aufsichtsratsvorsitzenden, eine Rede des Vorstands, dann gibt es Entscheidungen, die getroffen werden können, die auch vorgegeben sind und am Ende geht man dann nach Hause. Ich kenne zum Beispiel ein großes deutsches Unternehmen, was die Sache etwas abkürzen will. Wenn Sie da zur Hauptversammlung gehen, steht am Eingang ein Bus. Und die sagen, wollen Sie nicht einen Tag im Phantasialand stattdessen verbringen, statt zu unserer Hauptversammlung zu gehen? Wir geben Ihnen Freikarte inklusive Mittagessen, steigen Sie nur in den Bus ein. Ja? Das ist auch eine Art, wie man Aktionärsdemokratie abwickeln kann. Stellen Sie sich vor dem Wahlbüro würde jemand stehen und sagen, wollen Sie wirklich wählen gehen? Ich kann Ihnen auch spendieren, hier eine Reise ins Grüne. Würde vielleicht auch manche Wähler von der Wahl abhalten. In den USA stellt das Problem sich nicht ganz so, da wird eher nichts entschieden, da wird nur Party gemacht, da gibt es dann Werbegeschenke und Mediashow. In Deutschland ein bisschen langweiliger, aber wer weiß, wo es hinführt. Ja, kaufen Sie sich eine Aktie von jedem deutschen Unternehmen, also von jedem DAX-Unternehmen zumindest, und gehen Sie in die Hauptversammlung. Meistens gibt es gutes Essen und Werbegeschenke können Sie auch einkassieren und ja, da haben Sie schon mal was, mit dem Sie anfangen können. Und vielleicht eine Reise ins Phantasialand. Also Aktiendepots kosten heute nichts mehr. Und Sie müssen überlegen, welche Gesellschaften in der Nähe sind. Dann können Sie überlegen, wer Sie dahin fährt. So. Eine Problematik, die sich auch stellt, ist, wer überhaupt Aktionär ist. Denn damit die Gesellschaft diese tolle Aktionärsdemokratie machen kann, muss sie erstmal wissen, wen sie einladen muss und wer da hingehen muss. Und
Das Gesetz sagt, bei Namensaktien ist die Sache einfach. Da müssen sich die Aktionäre selbstständig bei der Gesellschaft melden und die Gesellschaft trägt dann ein Name, Geburtsdatum und Adresse. Und dann weiß man, wer der Aktionär ist und kann mit dem in Briefkontakt treten und kann den direkt anschreiben und gucken, ob der zur Hauptversammlung kommt. Das klingt auf den ersten Blick ganz toll. Es verlagert natürlich erheblich die Kosten auf die Gesellschaft, die nämlich dann das Problem hat, dass sie überprüfen muss, wer ist denn jetzt Aktionär und ständig diese Liste aktualisieren muss. Sie muss also Personal bereithalten, was diese Liste pflegt. Damit die Aktionäre das auch machen, wenn sie die Aktien eh nur für den Wiederverkaufspreis halten, also fürs Daytrading, hat 67.2 die Regel, im Verhältnis zur Gesellschaft ist Aktionär nur derjenige, der eingetragen ist. Wenn Sie also abstimmen wollen, Mittagessen wollen oder Dividende haben wollen, müssen Sie sich eintragen lassen. Wenn Sie nur weiterverkaufen wollen, reicht es, wenn Sie einen Käufer finden. Dann müssen Sie das nie der Gesellschaft mitteilen. Da steht also noch irgendjemand anderes drin, spielt aber keine Rolle, der kriegt weiterhin die Dividende. Erst dann, wenn das geändert wird, wechselt die Inhaberschaft im Verhältnis zur Gesellschaft. So eine Art relative Gesellschafterstellung. Eine unwiderlegliche Vermutung. Und eine bemerkenswerte Regelung ist, jeder kann gucken, was über ihn eingetragen ist, aber er kann nicht gucken, was über andere eingetragen ist. Die finden also nicht raus, wer die anderen Gesellschafter sind. Das war vor 15 Jahren noch anders, vor 13 Jahren noch anders, weil damals ging man noch ein bisschen davon aus, das macht eh keiner nachgucken. Aber heute weiß die Gesellschaft, wer ihre Aktionäre sind, und zwar alle. Die Aktionäre selber wissen aber nicht, wer ihre Mitaktionäre sind. Außer die kommen auf die Hauptversammlung, können sie gucken, wer neben ihnen sitzt. Das führt zu einem Problem mit der Chancengleichheit. Der Vorstand kann nämlich mit den Aktionären kommunizieren. Er hat eine Liste, wer die Aktionäre sind. Und vor allen Dingen weiß er auch, wie viel die Aktien die haben. Das heißt, er kann den großen Aktionären schon mal vorher sagen, stimmt bitte da und dafür. Der Kleinaktionär, der irgendwie als Revoluzzer jetzt die Leute gegen den Vorstand aufbringen will, hat diese Chance nicht. Er erreicht seine Mitgesellschafter nicht, weil er deren Namen gar nicht kennt. Das heißt, wir haben eine einseitige Anonymität. Unter den Gesellschaftern kennt man sich nicht. Der Vorstand kennt dagegen die Gesellschafter. Ich habe dazu ein Beispiel aus den USA, wo es diese Regelung der fehlenden Einsehbarkeit nicht gibt. Und zwar eine Sache aus der Zeit des Vietnamkriegs. Und es gab da einen Herrn Pillsbury und Herr Pillsbury erwarb Anteile an Honeywell. Honeywell war eine Aktiengesellschaft. Und dann, nachdem er die Aktie erworben hatte, verlangte er Einsicht in das Aktienregister des Unternehmens und wollte alle anderen Aktionäre des Unternehmens darüber informieren, wie schlimm es doch ist, einen Vietnamkrieg zu führen. Also, die sollten gefälligst darauf einwirken, dass dieses Unternehmen keine Waffen mehr produziert. Und er wandte sich an den Vorstand und sagte, hier, ich bin Aktionär, eine Aktie, jetzt lass mich bitte gucken, wer meine Mitaktionäre sind, damit ich zu denen Kontakt aufnehmen kann. Und der Vorstand sagte, nein. Und daraufhin ging dieser Mann vor Gericht, Sie können sich es kaum vorstellen, dieser Querulant, und sagte, der Vorstand verweigert mir die Einsicht und ich handle hier im Interesse des Unternehmens, denn ich möchte, dass keine Waffen mehr hergestellt werden, was ja eine gute Sache ist. Denn wenn keine Waffen hergestellt werden, sterben keine Menschen. Wenn keine Menschen sterben, dann gibt es mehr Kunden. Wenn es mehr Kunden gibt, können wir mehr Umsatz machen. Also ist es im Interesse aller, dass ich meine Mitaktionäre überzeuge, keine Waffen mehr herstellen zu lassen. Jetzt unsere rechtliche Frage. Sollte dieser Mensch die Chance haben, seine Mitaktionäre zu kontaktieren, um Maßnahmen auf der nächsten Hauptversammlung einzuleiten, gegen die Produktion von Waffen? Und überlegen Sie, wir machen jetzt keine rechtliche Analyse, weil das amerikanische Recht kennen Sie zum Glück nicht. Wir machen eine rein, wie soll man sagen, ökonomische Analyse und fragen uns, welche Folgen hätte das denn, wenn man hier Nein sagt und welche Folgen hätte es, wenn man hier Ja sagt?
Das ist schön an diesem Fall, Sie kennen die zugrundeliegenden Normen nicht. Deshalb können Sie nur überlegen, was würde passieren, wenn? Ja? Manche haben in der Vergangenheit noch mal gesagt, dieses Beispiel mit dem Porn kommt nicht von Deutschland. Ja? Also, dass ich, wenn ich eine Aktie kaufe, ein gewisses Interesse daran habe, dass ich anonym bleibe dabei. Ja? Ja. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen traurig, aber dass dann die Leute, die mit Waffengeld verdienen, vielleicht gerade damit berühmt werden wollen, dass das Geschäft wieder damit kaputt ist, dass das für das Unternehmen dann nicht so gut ist, sondern dann vielleicht für die Allgemeinheit im Sinne von dem Henry Ford. Also das Interesse an Anonymität, nach dem Motto, ich möchte nicht, dass man weiß, dass ich Aktionär eines Waffenunternehmens bin, also möchte ich auch nicht, dass jemand reingucken kann. Würden Sie dieses Argument generell durchgehen lassen, was zur Folge hätte, der Vorstand hätte es in der Tat komplett in der Hand, so wie im deutschen Recht jetzt hier, dass er sagen könnte, es kommt keiner an die Informationen ran. Wenn wir den Leuten was mitteilen wollen, machen wir das, aber ihr habt alle Pech gehabt. Ist das eine effiziente Gestaltung für ein Unternehmen? Der Vorstand hat sozusagen die Macht über die Kommunikationswege. Dass er diese Kommunikationswege haben muss, liegt auch auf der Hand, denn er muss ja einladen können zur Hauptversammlung und Ähnliches. Ja? Erstens würde ich glaube ich sagen, es ist besser, wenn der Vorstand das macht und nicht der kleine Aktionär, weil der Vorstand weiß am besten, was das für das Unternehmen ist. Und die meisten Aktionäre haben davon keine Ahnung. Wenn jeder Aktionär hingehen würde, gehen würde, seine eigenen vermeintlich richtigen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen, allein schon nur durch den Aufwand, dass jeder kleine Aktionär fragen könnte, würde ja enorme Informationskosten produzieren und doch die Gesellschaft ständig fordern, wir müssten eigene Abteilungen einrichten für Aktionäre, die ständig anfragen, wo jetzt welcher Aktionär sitzt. Wäre für mich einfach unpraktisch. Ja, also das Argument lautet, kurz gesagt, es wäre teuer für die Gesellschaft, wenn sie jedem die Einsicht ermöglichen müssten, weil sie müssten halt Personal haben. Und umgekehrt, der Vorstand wird schon wissen, was er tut, der Aktionär im Zweifel nicht. Also soll jemand über die Informationen verfügen, der auch damit umzugehen weiß. Jetzt sage ich Ihnen mal ein Extrembeispiel. Stellen wir uns vor, der kleine Aktionär weiß, dass der Vorstand in Schmiergeldaffären involviert ist. Siemens zum Beispiel. Ja? Sie wissen, da wird irgendwie viel Schmiergeld gezahlt im Ausland. Das weiß der kleine Aktionär. Der Vorstand weiß es natürlich auch, aber er hat kein Interesse daran, dass auf der nächsten Hauptversammlung darüber geredet wird. Das heißt, der Vorstand wird alles tun, um diese Informationen zu unterdrücken, weil der Vorstand selber ein Eigeninteresse daran hat, dass es nicht rauskommt. Kann es nicht sein, dass der kleine Aktionär dann sozusagen ein Interesse hat, schlimme Unternehmenspraktiken aufzudecken? Oder wenn er sagt, wir kriegen Sachen, die mit Kinderarbeit irgendwie hergestellt werden. Unsere Bauteile werden von kleinen Kindern in Taiwan gemacht. Oder unsere Rohstoffe werden geschürft irgendwie in Minen im Sudan. Und da werden Kinder krebskrank und sterben nach 5 Jahren. Sollte der Aktionär nicht die Möglichkeit haben, diese Frage mal unter die anderen Aktionäre zu bringen? Und sagen, wollt ihr das wirklich? Wollt ihr wirklich Aktionär in einem Unternehmen sein, was Kinderarbeit fördert? Ja, welche Möglichkeiten hätten Sie denn? Was würden Sie denn vorschlagen? Also wenn das jetzt so ein ganz großer Skandal ist, würde ich das auch einfach in die Presse bringen. Ja, was ist das Problem, wenn Sie das in die Presse bringen? Wenn Sie mal die Auswahl haben, Sie können es den Aktionären mitteilen oder Sie können es der Presse mitteilen. Ja? Ja. Damit weniger schädlich die Gesellschaft. Ja. Das ist ja, ich glaube, utopisch, was irgendjemand dabei macht. Ah. Wenn es um deren Geld geht, vielleicht nicht, oder? Sie wissen, was passiert mit dem Aktienkurs. Wenn sowas rauskommt, dann sind Ihre Aktien weniger wert. Und wir gehen ja auch eigentlich davon aus, dass jeder die Aktien kaufen kann. Ja. Es wird bestimmt zumindest jemand sitzen, der gar nicht investieren möchte, sondern einfach nur Informationen bekommen möchte.
Das könnten Sie ja kompilieren. Mit dieser Möglichkeit können Sie ja jetzt mal gucken, wer hält denn die 80%. Dann würden Sie vielleicht nur allen über 5% machen, wo es um viel geht. Den 1% Leuten und 0,1% Leuten würden Sie vielleicht gar nichts mitteilen. Die machen sozusagen den Club der Leute, für die es um was geht. Das würden Sie ja hier hinkriegen mit der Methode. Sie können ja gucken, sowieso hat 1 Million Aktien, dann sagen Sie, okay, wenn jede Aktie um 1 Euro fällt, hat er 1 Million verloren. Das heißt, er wird auf jeden Fall nicht ausplappern, denn 1 Million tut ihm weh. Das heißt, der kleine Aktionär unter 5% kann alle über 5% informieren, aber die Leute über 5% können die kleinen Aktionäre nicht informieren. Können schon, aber warum sollten sie? Denn das ist ja das entscheidende Problem bei der ganzen Sache. Sie müssen ja irgendwie Briefe frankieren an hunderte von Leuten. Sie müssen vielleicht auch alle ausdrucken, was auch nicht so ganz easy ist. Also stellen Sie sich vor, Sie haben die Bayer AG mit mehreren Millionen Aktionären, dann müssen Sie erstmal den ganzen Kram eintüten. Das machen Sie nicht mal so eben bei. Denn da steht Adresse und nicht E-Mail-Adresse. Sie können ja mal sagen, Serien-E-Mail und viel Spaß damit. Also es gibt ja schon einen gewissen Gegenanreiz. Aber in der Tat, das Problem, was dieser Aktionär hier hatte, war, dass es halt ein Rüstungsunternehmen war und die machten halt Waffen. Und es war klar, dass die Waffen machen mussten, denn sonst wären sie insolvent gegangen. Das Gericht hat daher in dem Fall gesagt, naja, grundsätzlich, wenn es wirklich einen Anlass gäbe, der Schaden der Gesellschaft verhindert oder der möglicherweise Gewinnchancen ermöglicht, sehen wir es ein. Aber hier geht es ja nur um allgemeinpolitische Interessen und die sind nicht sozusagen im Interesse des Gesellschaftszwecks und damit gibt es da keinen Anlass. Es geht also grundsätzlich um den Anlagezweck. Um das deutlicher zu machen, die ökonomische Abwägung, es geht um Kosten. Die Kosten bestehen darin, Sie werden belästigt mit irgendwelchen allgemeinpolitischen Briefen. Nach dem Motto, Kinder in Afrika hungern und Sie sind reicher Aktionär oder sowas. Das soll auf keinen Fall passieren. Deshalb soll die Belästigung verhindert werden. Zum Zweiten, weil Sie wissen, dass Sie belästigt werden, werden Sie Aufwand treiben, um das zu verhindern. Sie werden also irgendwelche Strohleute eintragen lassen. Sie werden vielleicht gar nicht berichtigen lassen. Das heißt, Sie werden den Wert des Aktiengesetzes gefährden, indem Sie Falschinformationen dort lassen, um nicht belästigt zu werden mit irgendwelchem Quatsch. Und vor allen Dingen, die Schwierigkeit ist, wenn die Adresse erst einmal bekannt ist, kann der Mensch ja auch hingehen und die an irgendwelche Werbeversender verkaufen. Das heißt, eine Kontrolle, wenn die Adresse erst mal rausgegeben ist, kostet auch wieder Geld. Und dieser Aufwand, der muss von irgendjemandem getragen werden. In dem Moment, wo Sie sagen, es kommt gar nicht raus, trägt den Aufwand der kleine Aktionär, der halt nicht drankommt. Wenn Sie sagen, es wird rausgegeben, trägt diesen Aufwand der Markt, denn bevor Sie Aktien kaufen, müssen Sie damit rechnen, dass Sie hinter Ihrer Adresse für Spam missbraucht wird. Und das wollen Sie nicht. Der hypothetische Nutzen liegt eher in dem Demokratieeffekt, dass man sagt, wir wollen, dass ein fauler, unfairer und unfähiger Vorstand nicht sozusagen die alleinige Informationsherrschaft hat und sagen kann, wir sind toll und keiner kann was dagegen sagen. Und wir wollen, dass auch die Kleinaktionäre möglicherweise ihre Interessen wirksam durchsetzen können. Gleichzeitig kann man die Hauptversammlung entlasten. In Deutschland ist es ja so, dass in der Hauptversammlung lange Reden geschwungen werden. Wenn man die Möglichkeit hätte, den Leuten das vorher per Brief mitzuteilen, würde möglicherweise die Hauptversammlung auch schneller ablaufen. Dieser Nutzen ist allerdings schwer quantifizierbar, das heißt, Sie können kaum sagen, wie viel das wert ist. Dazu gibt es Untersuchungen, die sagen, in der Krise hilft der kleine Aktionär ohnehin nichts. Das heißt, dieser Nutzen wird allgemein als eher gering qualifiziert. Eine andere Frage, die uns beschäftigt, ist die Frage, kann ich denn meine einzelnen Gesellschafterrechte zu Geld machen? Und in der BGB-Gesellschaft gibt es eine klare Regelung, die sagt, die Ansprüche in Gesellschaftern gegeneinander zu stehen, sind nicht übertragbar. Ausgenommen sind Ansprüche auf Befriedigung nach Auflösung und die Gewinnanteilsrechte. Das heißt, Sie können Ihr Stimmrecht nicht übertragen, Sie können Ihr Geschäftsführungsbefugnis nicht übertragen. Das ist alles nicht übertragbar. Die ökonomische Frage habe ich für Sie wieder drunter geschrieben. Frage: Eine Einschränkung der Vertragsfreiheit, wenn ich Ihnen sage, Sie können etwas nicht verkaufen, verursacht immer Kosten. In dem Moment, wo ich sage, Sie können nicht frei entscheiden, sondern der Gesetzgeber hat es für Sie entschieden, verursachen wir damit Kosten.
Und unsere Frage, die wir uns immer stellen müssen, ist, gibt es einen korrespondierenden Nutzen dieses Verbots? Also warum hat der Gesetzgeber dieses Verbot angeordnet? Um Ihnen das noch etwas deutlicher zu machen, im Aktienrecht ist es ganz deutlich, dass gesagt wird, grundsätzlich können Rechte nur in der Hauptversammlung ausgeübt werden. Also außerhalb der Hauptversammlung sind Ihre Rechte ohnehin nichts wert. Und das wirkt erhebliche Kosten, denn wenn Sie Aktionär sind aus China und Ihre einzige Chance, auf die Gesellschaft einzuwirken, ist die Teilnahme einer Hauptversammlung, dann mag das für Sie ein Anreiz sein, lieber in ein ortsnahes Unternehmen zu investieren. Wenn Sie Einfluss ausüben können aus der Ferne, ist es für Sie attraktiv zu investieren, weil Sie zahlen für den Einfluss, nicht nur fürs Geld. Wenn Sie den Einfluss verlieren, verlieren Sie diesen Gegenwert und werden weniger Geld ausgeben. Das hat die EU-Kommission gesehen und hat gesagt, es muss möglich sein, auch aus der Ferne Rechte auszuüben. Und der Gesetzgeber hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, nämlich erstmal die sogenannte Briefwahl. Briefwahl bedeutet, Sie stimmen vor der Hauptversammlung schon ab, entweder per Brief, per E-Mail oder auf sonstiger Weise. Und dann zählt Ihre Stimme, die vorher abgegeben ist. Es ist also keine Weisung, dass man jemand entscheiden muss, sondern Sie haben Ihre Stimme abgegeben vor der Hauptversammlung. Außerdem hat der Gesetzgeber vorgesehen, dass es die Möglichkeit gibt, auch ohne Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung und ohne Bevollmächtigten teilzunehmen und sämtliche oder einzelne Rechte ganz oder teilweise elektronisch auszuüben. Das heißt, so Live-Voting per Internet, so ein bisschen wie bei Deutschland sucht den Superstar, wählen Sie Kandidat 1, 2 oder 3. Das ist auch in der Hauptversammlung zulässig. Das Bemerkenswerte an dieser Regelung ist, wenn Sie gucken, steht da immer, die Satzung kann vorsehen. Die Satzung kann vorsehen, heißt aber, das ist nicht der gesetzliche Regelfall. Es ist auch nicht so, die Satzung muss vorsehen oder sollte vorlesen, nämlich mal eine Empfehlung. Es ist völlig in die Hand der Gesellschaft gelegt. Nachdem, was ich Ihnen eben gesagt habe, dass ein Gesellschafter grundsätzlich Interesse daran hat, möglichst viele seiner Rechte wahrzunehmen, Sie zahlen 100 Euro für die Aktie und kriegen dafür Fragerecht, Stimmrecht, Mittagessen und Gewinnanteil, dann ist es sinnvoll für Sie, alle 4 Rechte wahrzunehmen. Nach diesem Grundsatz können Sie aber nicht sagen, ich verkaufe mein Mittagessen oder ich verkaufe mein Stimmrecht. Das führt für Sie zu dem üblen Dilemma, dass Sie solche Regelungen eigentlich bräuchten, um alle Rechte wahrzunehmen, damit auch der Chinese abstimmen kann und damit die Aktie für den Chinesen genauso viel wert ist wie für den Deutschen. Trotzdem sagt uns die Statistik, hat so gut wie keine Gesellschaft entsprechende Regelungen. Also diese Regelungen, dass man aus der Ferne abstimmen kann oder Briefwahl machen kann, haben die deutschen Gesellschaften nicht. Stattdessen vertrauen die darauf, dass sie einen Vertreter schicken, entweder einen von der Gesellschaft benannten oder einen von ihnen beauftragten, in der Annahme, dass das gleichwertig ist. Auch hier ist wieder die ökonomische Frage, ist es so, dass diese Investitionshürde für Ausländer so hoch ist, dass ihnen Geld entgeht als Gesellschaft, wenn sie solche Regeln nicht haben? Oder ist umgekehrt die Hürde so hoch, für Sie das Ganze einzurichten, dass es für Sie billiger ist, das nicht zu machen und auf das Geld der Ortsfernen zu verzichten. Die andere Frage ist, hat diese Versammlung einen eigenen Wert, diese Bündelungswirkung, weil es wird alles an einem Tag entschieden, danach herrscht Klarheit? Und kann man das möglicherweise hier entwerten, wenn man Sachen halt vorzieht und eine Briefwahl ermöglicht, mit der Folge, dass zwar verhandelt wird, aber das Ergebnis vorher schon feststeht, weil die Stimmen ohnehin schon vorliegen. Das sind alles Fragen, die momentan empirisch nicht erforscht werden können, weil es keiner ausnutzt. Ja, was können wir dazu sagen? Mit der Gesellschaftsteilung sind Rechte verbunden. Diese entstehen auf Kosten der anderen. Anders ausgedrückt, jeder, der Gesellschafter wird, riskiert, dass er überstimmt wird. Und damit verzichtet er auf einen Teil der Verfügungsbefugnis über sein Vermögen.
Sie kaufen eine Aktie, vorher hatten Sie Geld, mit dem Geld konnten Sie kaufen, was Sie wollen. Jetzt müssen Sie darauf hoffen, dass die Mitaktionäre und der Vorstand aus Ihrer Aktie das Beste machen, damit Sie am Ende das Geld wiederkriegen. Gleichzeitig verursacht natürlich die ganze Abstimmung auch wieder Kosten und diese Kosten gehen natürlich auch zum Nachteil der Effizienz der Gesellschaft. Eine, wie soll man sagen, Diktatur arbeitet insoweit effizienter als ein ständig abzustimmendes Demokratiegremium. Demokratie ist als Begriff irreführend und aus ökonomischer Sicht wenig erstrebenswert, weil wir haben keinen Mechanismus, den wir eindeutig ermitteln können, was denn der Wille der Aktionäre ist. Wir haben immer eine Minderheit und die Minderheit verliert ihre Rechte auf Kosten der Mehrheit. Wenn die Mehrheit schlechte Entscheidungen trifft, hat die Minderheit erstmal, solange sie in der Gesellschaft bleibt, weniger Geld. Sie kann aber auch nicht mehr aussteigen, denn beim Verkauf realisiert sie nur den Wert im jetzigen Zustand nach der schlechten Entscheidung. Das heißt, die Minderheit verliert immer und doppelt. Die Anonymität der Aktionäre untereinander erschwert die Koordination und die Rechtsausübung, aber das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir einen Missbrauch weitgehend verhindern wollen und dadurch die Gesellschaft von den Kosten entlasten wollen. Die Rechte können formalisiert werden, um einen Missbrauch zu verhindern. Auch dies erhöht die Kosten. Das war unser Beispiel mit der Hauptversammlung. Die Hauptversammlung als einziger Bündelungstermin spart der Gesellschaft eine stetige Auseinandersetzung mit irgendwelchen Grüppchen. Andererseits verhindert es aber die Ausübung von Rechten und damit den Gegenwert, den sie für ihre Aktien bekommen. Ein Gedanke, der oft kommt, ist, wenn wir schon nicht von Demokratie reden können, dann sollten wir zumindest von Gleichbehandlung reden. Und da verweist man oft auf 53a Aktiengesetz und der sagt ganz trivial, Aktionäre sind unter gleichen Voraussetzungen gleich zu behandeln. Klingt ein bisschen wie Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz, nämlich wesentlich Gleiches ist gleich zu behandeln, wesentlich Ungleiches ungleich. Das Ganze ist allerdings in gewisser Weise redundant, denn wenn da steht unter gleichen Voraussetzungen, können Sie immer sagen, was sind denn diese gleichen Voraussetzungen? Und irgendeinen Unterschied gibt es immer, denn gleich ist eigentlich nichts. Wir können die Frage aber außerhalb des Aktienrechts gar nicht so eindeutig beantworten. Und der Grund dafür ist, dass wir durchaus auch andere Gestaltungen kennen. Und zwar die sogenannte Societas Leonina. Sie sehen das hier in diesem tollen Bild. Sie fragen sich, was soll mir das sagen? Sie kennen vielleicht Aesops Fabeln, nie gehört. Da geht es um so Tiere. Und die Fabel lautet wie folgt. Die Tiere schließen sich zusammen zum Jagen. Ja, das ist der Deal. Und am Ende erleben Sie hier einen Hirschen. Sehen Sie, da liegt er. Und dann geht es darum, wer kriegt wie viel von der Beute. Und die diskutieren, diskutieren. Daraufhin kommt der Löwe und sagt, Moment, ich bin der Größte von allen, also bekomme ich ein Drittel. Ja, sagen die Tiere, okay, sehen wir ein. Sagt er, ja, außerdem habe ich ja gerade euren Streit gelöst und für das Lösen dieses Streites steht mir ein weiteres Drittel zu. Und da ich ja weiß, dass so ein Drittel für euch eh nicht reicht, nehmt ihr das letzte Drittel auch noch. Folge ist, der Löwe hat zwar nicht gejagt, aber er bekommt drei Drittel davon und ist damit der einzige Gewinner. Die anderen haben die Arbeit und er hat den Gewinn. Und die Frage, die wir uns ökonomisch stellen müssen, unabhängig von der unsinnigen Moral dieses Märchens, ist, warum könnte es ökonomisch in der Realität und nicht in irgendwelchen Märchen einen Sinn geben, eine Gesellschaft zu gründen, wo alle arbeiten, aber nur einer profitiert? Können Sie sich Konstellationen vorstellen, wo es berechtigt ist, eine Gesellschaft zu gründen mit mehreren Gesellschaftern und nur einer gewinnt? Das ist ja asozial. Oh, geht ja gar nicht. Warum könnte man sowas machen wollen?
Ja. Ja, die Nutzung der Allgemeinheit. Der Nutzen der Allgemeinheit ist immer so eine Sache, da weiß man eh nie, wer das ist. Also die Allgemeinheit ist immer schwierig zu begünstigen. Aber in der Tat, ja, das gibt es. Aber wir wollen einen trivialen Anfall. Sagen wir, Sie schließen sich mit drei Freunden zusammen und sagen, ich kriege alles und ihr arbeitet. Oder anders ausgedrückt, ich arbeite ein bisschen mit, ich gebe meinen guten Namen und dafür kriege ich alles und ihr kriegt nichts. Oder vielleicht, ein Frühstück kriegt ihr dafür. So nett bin ich. Warum sollten Ihre Freunde das mitmachen? Das ist doch völlig irrational, oder? Kann es einen Grund geben, warum jemand bei einer Gesellschaft mitwirken soll, wo einer den Nutzen einkassiert und Sie die Kosten tragen? Es gibt Staaten auf der Welt, die diese Gestaltung ausdrücklich verbieten gesetzlich. Sie sagen, eine Gesellschaft ist nur dann eine Gesellschaft, wenn alle profitieren. Es kann nicht sein, dass einer mehr profitiert oder nur einer profitiert. Das macht das deutsche Recht nicht. Das österreichische übrigens auch nicht. Aber unsere Frage muss lauten, gibt es überhaupt sozusagen einen Markt für sowas? Kann es eine denkbare Konzession geben, wo das überhaupt jemals zum Tragen käme? Also, warum profitiert unsere Gesellschaft oder welchen Vorteil hätte die Gesellschaft davon, also nicht die konkrete, sondern unser Staat, unsere Rechtsordnung, wenn das erlaubt? Was haben wir denn davon, dass man sowas zulässt? Nützt uns das was? Nützt Ihnen das was? Die Abzockergesellschaft? Das hat ein bisschen was von diesen Lawinensystem, dieses Schneeballsystem, dass sie sagen, jeder zahlt 100 Euro ein an seinen Rechtsvorgänger und der zahlt 50 Euro an seinen Vorgänger, der zahlt 25 Euro an seinen Vorgänger. Das geht dann immer die Kette hoch. Da kriegt jeder einen Gewinn mit. Ja? Kennen Sie nicht dieses Schneeballsystem? Das sieht wunderbar. Sie zahlen mir 100 Euro, ich zahle meinem Vorgänger 50, der zahlt seinem Vorgänger 25 und so weiter. Wenn Sie dann jemanden akquirieren, kriegen Sie 100 Euro, dann kriege ich 50 Euro, also Sie kriegen 100 Euro, ich 50 Euro und so weiter. Wahnsinnssystem. Das heißt, 50 Euro behalten Sie, 25 Euro behalte ich und so weiter. Aber warum kann man dieses Modell hier durchaus rechtfertigen? Denken Sie mal zunächst außerhalb des Gesellschaftsrechts. Denken Sie zum Beispiel mal an Ausbildungszeiten. Ja? Also nicht an der Uni, sondern denken Sie, in einer Handwerkslehre sind zum Beispiel. Da ist es auch so, dass der Lehrling weitgehend ohne Entgelt für seinen Chef arbeitet, weil man sagt, er hat ja eine Ausbildung. Das Ganze dient Ausbildungszwecken. Überlegen Sie sich auch mal, es mag sein, dass es sich rentiert, zum Beispiel hier an der Uni zu arbeiten, für sage und schreibe 8,50 Euro die Stunde als ständige Hilfskraft. Das machen Sie auch nicht, weil Sie damit reich werden wollen, sondern das machen Sie, weil Sie sagen, das ist hinterher reputationsfördernd. Mein Ruf wird gut, wenn ich hier mal für einen Niedriglohn an der Uni gearbeitet haben kann, sagen kann, ich habe an der Uni gearbeitet. Oder noch deutlicher, Sie gehen in ein Praktikum für einen Rechtsanwalt oder in die Stadtverwaltung, kriegen dafür keinen Cent. Das machen Sie, weil Sie damit ausrechnen, dass es irgendwann mal dazu führt, dass Sie ein
eine erste Prüfung machen können und dann ein zweites Staatsexamen machen können und dann als millionenschwerer Anwalt in der Großkanzlei in der Stunde 500 Euro verdienen und sagen, pff, damals habe ich umsonst gearbeitet, aber heute bin ich dabei. Und diesen Gedanken können wir durchaus auch im Gesellschaftsrecht haben. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Anwaltskanzlei und es gibt den Seniorpartner mit dem großen Namen. Und alle Welt kennt diesen Namen. Dann ackern Sie 3 Jahre lang als vermeintlicher Partner für den und kriegen keinen Cent vom Gewinn. Aber danach setzt er sich zur Ruhe und Sie können die Kanzlei mit Ihren Freunden weiterführen und werden Sie der Seniorpartner für die nächsten 3 Jahre. Und dann arbeiten Leute für Sie und Sie sagen, ha, ha, ha. Dann gehen Sie in Ruhestand, dann kommt der Nächste. Also man könnte so ein System aufbauen, immer einer ist an der Spitze, der kriegt das ganze Geld, die anderen hungern, die arbeiten für umsonst. Sie kaufen also das Prinzip Hoffnung, dass Sie irgendwann mal auch auf den Spitzenposten aufsteigen dürfen. Das ist durchaus denkbar und solche Modelle können lukrativ sein, wenn sozusagen das Ziel so attraktiv ist, dass Sie sagen, ich verzichte darauf. Entweder, weil Sie sagen können, ich habe mal gearbeitet bei Hengeler Müller oder Freshfields. Und da jede Kanzlei sagt, wer da gearbeitet hat, der ist so cool, dem zahlen wir ein Top-Gehalt, dann verzichten Sie freiwillig auf bis zu 30%, 50%, 80% von dem, was Sie kriegen können. Oder hier an der Uni, wenn Sie hier am Lehrstuhl arbeiten für 8,50 Euro, verzichten Sie dafür auf ein Top-Gehalt in einer Kanzlei als studentische Hilfskraft da, wo Sie das 4- bis 6-fache kriegen. Oder wenn Sie als Kellner arbeiten, vielleicht sogar das 10-fache. Ja? Kellner, gute Kneipe in Bonn, abends kriegen Sie im Trinkgeld deutlich mehr als 8,50 Euro die Stunde. Da verzichten Sie drauf, eben weil Sie sagen, es ist eine Investition in die Zukunft. Und dasselbe kann hier auch berechtigt sein. Das Ganze haben wir auch noch in etwas abgemilderter Form bei einzelnen Rechten. Sehr anschaulich ist das bei den Stimmrechten. Wenn Sie zum Beispiel in eine GmbH gehen, ist es durchaus zulässig, dass man vereinbart Stimmrecht nach Köpfen. Unabhängig davon, wie die Geschäftsanteile sind. Sie können also sagen, wir haben 4 Gesellschafter, von denen hält einer 80%, einer 10% und 2 5%. Also 80, 10, 5, 5. Und jeder hat das gleiche Stimmrecht. Jeder von den 4. Das können Sie vereinbaren, das ist Vertragsfreiheit. Das begünstigt natürlich die 5% Leute, das ist offensichtlich. Das ist aber zulässig, wenn man sagt, auf die kommt es mir gerade an, ohne die läuft der Laden nicht, auch wenn die wenig Geld haben zum Investieren. Das spiegelbildliche Beispiel sind die Vorzugsaktien ohne Stimmrecht. Sie können in einer AG Aktien kaufen, haben wir schon besprochen, mit denen Sie nicht abstimmen dürfen. Sie dürfen zwar zur Hauptversammlung gehen und Sie dürfen da tolle Reden schwingen und Sie dürfen das Mittagessen essen, aber Sie dürfen nicht abstimmen. Und wir haben gelernt, hoffe ich, dass diese Aktien an der Börse deutlich weniger wert sind. Das heißt, Aktien ohne Stimmrecht sind weniger wert als Aktien mit Stimmrecht, obwohl der Gesetzgeber gesagt hat, diese Aktien bekommen einen Vorzug. Die bekommen also einen höheren Gewinnanteil, einen vorrangigen Gewinnanteil. Was uns zeigt, die Leute zahlen freiwillig dafür, abstimmen zu dürfen, auch wenn sie stattdessen mehr Geld kriegen könnten. Und natürlich gibt es Regelungen zur Gewinnverteilung, wo eben ein Vorrang eingeordnet wird, etwa bei den Vorzugaktien, oder wo ein Nachrang angeordnet wird, weil man sagt, dieser Gesellschafter hat es nicht so nötig. In der AG geht das nicht so einfach, in der GmbH können solche Regelungen durchaus in der Satzung treffen. Also es kann einen Grund geben, warum Sie die gerade nicht gleich behandeln wollen, etwa weil Ihnen der Name des einen besonders wichtig ist. Oder weil Sie sagen, jemand ist so unwichtig, soll erst hineinwachsen, der ist noch gar nicht fähig mitzustimmen. Dann können Sie den total beschränken, den Juniorpartner, den Sohn des Chefs. Eine bemerkenswerte Sache im Aktienrecht ist, jede Aktie gewährt ein Stimmrecht, außer Vorzugaktien. Allerdings, Sie können das Stimmrecht nicht separat verkaufen. 405 Aktiengesetz sagt, ordnungswidrig handelt, wer besondere Vorteile als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er in einer bestimmten Weise abstimmt bzw. nicht abstimmt. Das heißt, der Stimmenhandel ist in Deutschland verboten. Das liest sich ähnlich wie die Bestechung oder Bestechlichkeit im Strafrecht. Der Gedanke dahinter ist,
Man möchte nicht, dass irgendjemand abstimmt, der nicht selber Aktionär ist. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, liegt der Wert der Aktie gerade in der Macht, also der Macht abstimmen zu können? Und wenn das so ist, stellt sich die Folgefrage, warum ermöglichen wir nicht dann den Handel mit nackten Stimmrechten, das heißt Stimmrechten ohne Gewinnanteil, Stimmrechten ohne Anteil am Auflösungserlös? Denn nach dem, was ich Ihnen eben gesagt habe, wenn ich sage, wir können Aktien ohne Stimmrecht ausgeben, können wir umgekehrt hingehen und sagen, Stimmrecht ohne Aktie. Wir verkaufen ausschließlich Stimmrechte. Warum hat der Gesetzgeber also entschieden hier, dass das Verkaufen des Stimmrechts, des Stimmrechtshandel, als solcher sogar ordnungswidrig ist? Können Sie sich einen praktischen Grund vorstellen, was dahinter stehen könnte? Wenn wir sehen, das ist ein objektiver Wert, den man zu Geld machen kann, denn es gibt diesen Unterschied zwischen Aktien ohne Stimmrecht, Aktien mit Stimmrecht. Warum kann ich ja nicht sagen, ich habe eine Aktie mit Stimmrecht und verkaufe nur das Stimmrecht davon? Die Aktie behalte ich, das Stimmrecht vermiete ich, verleihe ich, verkaufe ich, was auch immer. Ja? Weil wenn die Leute jetzt Aktien kaufen, Aktionäre werden, kriege ich das vielleicht eher spitz, als wenn ich plötzlich auf der Hauptversammlung dann da jemanden sitzen habe, die sind alle gekauft und auf einmal wickelt der Hedgefonds. Ja, also im Sinne von Transparenz schützt davor, dass jemand anschleichen kann und auf einmal überraschend sozusagen Macht ausübt. Kann ich mir vorstellen. Also im Sinne von, das soll gewährleisten, Transparenz. Das funktioniert in der Tat durchaus bei Namensaktien, wo ich mich anmelden muss. Aber wir haben ja auch Inhaberaktien, wo jemand überraschend mit dem Papier kommen könnte und sagen kann, hier, laut Inhaberaktie bin ich der Chef hier. Ich könnte aber auch so die komplette Schutzmechanismen, wie beispielsweise diese die Möglichkeit, wenn ich jetzt 30% erworben habe, muss ich ja das Angebot machen, die könnte ich ja quasi umgehen, wenn ich einfach eine gewisse Quelle, also 29% habe, aber ich will den Rest einfach quasi zusammenkaufe. Und dann den 1% Aktionären, die mit dem Stimmrecht praktisch so nichts anfangen, kann ich sagen, hier, ich kaufe immer von noch ja, 30% weiter einfach die Stimmrechte auf und dann habe ich eine bestimmte Macht über das Unternehmen und habe quasi die ganzen anderen, also die Schutzmechanismen einfach quasi umgangen. Mhm. Also die Argumentation lautet, ja, ich könnte ja den Schutz umgehen, indem ich halt, der Schutz fällt auf Aktien ab und ich könnte den Schutz umgehen, indem ich einfach stattdessen Stimmrechte erwerbe, die ja genau das Ziel erreichen, was ich haben will, aber eben nicht die Pflichten nach sich ziehen, die möglicherweise der Aktienerwerb nach sich zieht. Vielleicht auch wirklich nochmal, auch wirklich wirtschaftlich und objektiv zu sein. Wie man meint, wir haben jetzt 3 Aktionäre, 2 Plusaktionäre mit 49% und einen 2%. Und ein Aktionär überhaupt nichts kann. Und die 49er streiten sich. Und der eine wird jetzt in den 2% hin einfach kaufen. Und bei den 2% ist sowieso alles egal. Und damit könnte man die Logik quasi aus der Kraft setzen. Mhm. Also in der Tat, man würde sachfremden Erwägungen Tür und Tor öffnen. Und wenn wir hier davon ausgehen, dass die Gesellschaften eine wichtige Rolle erfüllen, nämlich, dass sie verhindern sollen, dass hier eine Schädigung Dritter oder eine Schädigung des Gesellschaftsvermögens erfolgt, würden hier eher individuelle Interessen im Vorrang stehen. Das heißt, jemand würde mit sich beeinflussen lassen, eben nicht vom Interesse der Gesellschaft, sondern von dem, was er unmittelbar als Gegenleistung für sein Stimmrecht bekommt. In der Tat, der Gesetzgeber hat historisch gesagt, wir wollen, dass die Leute, die auch darunter leiden müssen, immer diejenigen sind, die die Entscheidung treffen dürfen. Es soll also einen Gleichklang geben von Finanzierungsverantwortung und Finanzierungsmacht. Dass diese ganze Sache in der Praxis natürlich nicht so funktioniert, liegt schon daran, Sie können einen Stellvertreter benennen. Sie können sagen, du sollst mich vertreten, viel Spaß auf der Hauptversammlung. Dann kann der Vertreter nach 164.1 im Rahmen seiner Vertretungsmacht abstimmen, wie er will. Dass es also sozusagen nicht zwingend so ist, ist die Folge der ganzen Sache. Man möchte aber hier die sachfremden Anreize ausschließen und eben verhindern, dass die Leute aus Gründen entscheiden, die nicht mit der Gesellschaft zusammenhängen. Man möchte also die Gesellschafter auf das Gesellschaftswohl einnorden sozusagen, indem man sagt,
Ihr entscheidet nur wegen eurer persönlichen Betroffenheit. Ob das gelungen ist, kann man durchaus bestreiten, aber das ist so der Ausgangspunkt. So, damit sind wir für heute auch am Ende und wir sehen uns dann in der kommenden Woche mit diesem tollen Fall aus den USA wieder, damit Sie dann gucken können, ob Sie das so nachvollziehen können. Vielen Dank.